Diese Frage jetzt, wo ist Allah oder hat Allah einen Ort? Allah subhanahu wa ta'ala hat keinen Ort mit Sicherheit. Wo ist Allah? Allah ist über seinem Thron subhanahu wa ta'ala, über den Himmeln. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist über uns subhanahu wa ta'ala فوق. Fis sama bedeutet nicht im Himmel. Möge Allah uns bewahren. Fis sama bedeutet nicht im Himmel. Fis sama bedeutet ala as-sama. Ala bedeutet, das ist ein Verb, nicht Proposition. Das wird erst subhanahu wa ta'ala über dem Himmel empor erhoben, subhanahu wa ta'ala. Und da sollte man das sagen. Und über dem Himmel, über seinem Thron, ist kein Ort, weil Ort erschaffen worden ist. Und einer von Ahlus Sunnah wal Jama'a soll klar seine Aqida zeigen und sagen, was seine Aqida ist. Außer jetzt in bestimmten Situationen könnte man, aber wenn das immer ist, du fragst ihn über Aqida-Themen, der will das nicht antworten und der sagt dir, ja, diese Themen bringen Diskussionen unter den Muslimen. Das kenne ich eigentlich von einigen Leuten. Da hat man, einer hat mir auch, ihr kennt ihn das nicht, der macht nicht auf Deutsch, der macht auf Arabisch. Der hat mir einmal gesagt, ja, weißt du, weil die Leute Sunna so diskutieren viel, ob ein Hadith authentisch, nicht authentisch ist, deshalb rede mit den Leuten nur über den Koran. Hadithe bringst du nicht. Und das ist Katastrophe, möge Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Und diese Richtung ist meistens bei Ikhwan al-Muslimin. Bei dieser Gruppe, Ikhwan al-Muslimin, das ist bei ihnen diese Richtung. Ja, wir wollen nicht über Themen diskutieren, die vielleicht Diskussionen unter den Muslimin bringen. Und schau mal die Katastrophen, weil die Gelehrten damals bestimmte Sachen nicht diskutiert haben und geschwiegen haben. Dann machen die Leute das heute, als ob das in Ordnung wäre. Und wenn du die Geschichte von Imam Ahmed liest, dass er gesagt hat, nein, Al-Quran ist nicht Geschöpf. Und man sollte die richtige Aqida zeigen. Abu Hanifa sagte, derjenige, der nicht weiß, wo sein Herr ist, hat Kufr begangen. Abu Hanifa sagt das. Shafi'i sagte, Allah ist über seinem Himmel, seinem Thron. Allah subhanahu wa ta'ala ist getrennt von seinen Geschöpfen. Deshalb Allah al-Musta'an.